Guten Morgen, Leute. Heute am Samstag, den 25. September 2021 um ja, 20 nach 9 mal ein kleiner Blick auf unser in Anführungsstrichen Ferienhaus. Und jetzt noch mal ein kleiner Blick von hinten. Das ist jetzt das Ferienhaus von hinten und Hasi werkelt da oben und ich muss mal schauen und sie unterstützen. Wir wollen nämlich gleich wieder los. So, kleine extra Runde gedreht auf dem Acker. Ja. Ja, Mais ist hoch. Täglich grüßt das Murmeltier, ne, Hasi? Hier aus Salzbüttel. Und dann schauen wir mal, was wir hier nach so machen werden. Ob es wieder zur Küste geht oder auch nicht. Wir werden sehen. So nimmt er uns beide. Ah, er sperrt sich ein bisschen. Ja, Schatzi, schön im Sonnen. In der Sonne stehen wir hier draußen, na, auf dem weiten Land hier. Die Ruhe. Ja, die Ruhe, wir genießen die Ruhe. Gut, der Himmel, könnten mal ein paar Tröpfchen kommen, aber das macht uns nichts. Und du? Richtige Kleidung. So, genau. Und jetzt können wir uns schon auf unsere leckeren Brötchen freuen, ne? Und dann geht's weiter. So, jetzt werden hier die leckeren belegten Brötchen ausgepackt. Also komm, zeig mal die leckeren belegten Brötchen. Macht so richtig. Ah, guck mal, herrlich. Herrlich, die leckeren Brötchen, die werden wir uns jetzt einverleiben. Ja, wir haben Samstag immer noch oder Samstag, keine Ahnung. Den 25. September 2021 und wir sind wieder zum zweiten Mal hier am Hochdon am Nord-Ostsee-Kanal und ja, der hat aber gar nichts drin. Guck ihn der an, du. Ja, und die Hunde gehen ans Wasser und gleich, der schiebt eine schöne Welle vor sich her. Die Barricade. Ich werde noch schon zum. Sowas von leer. Ja, sowas von leer. Ich werde noch zum Schiffspotter. Dolly. Ja, Dolly ist ja echt wagemutig, du. Dolly ist wagemutig. Aber Dolly, nee, bitte nicht zu wagemutig, Dolly. Und die Steine sind total glatt. Ich sehe schon, wie der Pinscher gleich drin liegt. Aber nochmal eine Aufnahme von der Barricade. Und? Hey Jenny, kommst Oh no, ey, da schwimmt der Hund, du. Und der zweite macht da auch die Rolle im Wasser. Dolly, vorsichtig. So kurzer Ruck, so dass sie die Richtung. Komm, altes Haus, komm raus. Komm raus. Komm, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob von unten auch einer kommt. Keine Ahnung. Aber wenn wir. Ach, hier, er schon wieder. Er schon wieder. Schon die. Lass ihn. Ja, guck ihn dir an. Was will er uns damit sagen? Ha? So. Ah, bisschen Wellen hier. Ach, da kommt ja schon der nächste.
Heute ist ja mehr los als in der Woche. Ich glaube, das ist so ein Autotransporter. So ein Spezialschiff. Ja, irgendwie so. Aber der hat auch nichts drin. Der hat auch nichts drin. Kess. Ach nee, wie heißt der? Weser Highway. Hier, Dolly, was? Dolly ist ganz wasserverrückt, wa? Panama. Unter der Flagge von Panama. Ha! Die Weser Highway, ja? Das ist bestimmt der Reedereiname, Kess, oder was? Ich glaube, das ist so einer, der auf zig Decks Autos lädt. Ja, ja, hinten die Rampe. Da hat er die Rampe. Ja, guck, die Riesenrampe. Ach so. Ja, ein bisschen Luft hat er noch. Jo, Hubschrauber. Den habe ich aber nicht gesehen. Den habe ich hier nicht gesehen. Nee. Keine Ahnung. Aber jetzt wollen wir mal weitergehen, ne? Sonst stehen wir morgen früh noch hier. So, kommt. Wir gehen jetzt mal weiter. Und die kommen, glaube ich, schon wieder entgegen oder was? Ist da schon wieder einer? Ja, klar. Ja, hör mal, was ist denn heute los hier? Ne, jetzt kommen Bursche. Das ist ja einer nach dem anderen. Das wird ja heute der Schiffstag. Der ist voll. Guck mal, bis zur roten Linie. Ja, wir gucken mal auf die Brücke. Da, die Rettungskapsel. SC Monrovia, was immer das auch sein mag. Okay, und weiter geht's. Jetzt darf aber auch keiner entgegenkommen, ne? Und der schafft ihn gar nicht. Wenn jetzt einer entgegenkommt und die Fähre ist, kommt ja auch noch. Hier Leute, da vorne ist die Fähre. Ich zeig's euch mal. Hier, da. Ich hole mal ran.
Da ist die Fähre und dort kommen die beiden Aspiranten voll, ein schöner Zweimaster, du. Das ist schon ein fettes Schiffchen. Mein lieber Schwan. Boah, guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Skydancer. Ah, feines Boot. Da brauchst du aber auch schon. Ah, die sind aber auch zu mehreren an Bord. Mindestens vier sehe ich. Boah, wie der klingt, wa? Sein Diesel. Und hier die Oakland. Er will mit der Oakland vorbei. Aber wenn jetzt Gegenverkehr kommt, dann. Weil so schnell können die ja gar nicht ausweichen oder rüberziehen. Da hat aber gelitten, du. Dann hat die Oakland aber ein Problem. Oder er kriegt ihn gar nicht. Da oben steht doch einer. Rotterdam. Oakland, Rotterdam. Richtig was los hier. Und hier ist auch was los, ne? Da vorne dockt jetzt die Fähre an. Da man jetzt nicht weiter am Nordostseekanal wegen irgendeiner Baustelle laufen konnte, hoppla, ist mir die Leine glatt runtergefallen, gab es jetzt so eine Umleitungsstrecke, aber na, die haben wir nicht genommen. Das wäre dann rechts um die Kurve gegangen. Wir sind jetzt einfach mal geradeaus gelaufen und befinden uns jetzt hier in einem sehr urwüchsigen Gelände. Hier Schilfrohr. Ja, aber ich werde mal wegen besserer Kontrolle über die Hunde das Filmen einstellen. Hier kann man endlos laufen. Wirklich endlos. Eine Nummer. Keine Ahnung. Bestimmt registriert. Alte Birke, guck mal, wie dick die ist. Ja, ja, echt, hier sind dicke Birken, wogegen ich jetzt am Nordostseekanal nicht so die Birken gesehen habe und in Salzbüttel auch nicht. Da waren es Eichen, da waren es lauter Eichen. Hier sind extrem viele Birken. Naja, und was für Birken, also ey, so dicke Birken habe ich bei uns noch nicht gesehen. Ich glaube, da werden die alle immer eher weggemacht. Boah, guck dir das an. Also so eine Birke, nee, die kannst du bei uns. Schaut es euch an, wie dick die Birke ist. So, danke. Oh, hier sind Abzweige. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, damit es uns nicht wie Hänsel und Gretel geht, oh, dass wir hier den Weg verlieren. Noch ist ja alles klar, runter und links. So, stopp. 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 Ey, sie hören einfach nicht mehr auf mich.
Ich muss die Pfeife benutzen. Alle hier! Handzeichen. Und sie kommen. Ja, fein. Fein. Und kommen sie. So. Ja. Und Hasi, auch ein Leckerchen. Ha? Jetzt auch ein Leckerchen. Okay. Ja, wir werden jetzt zurückgehen zu dem Café und mal ein Päuschen machen. Nach über 10 Kilometern, die wir dann heute schon abgerissen haben. Es wird dann so um 14 Uhr sein. Und uns erwartet dann ja noch ein Rückweg von 5 Kilometern. Also heute wird es nicht unter 15 Kilometern enden. Und mal schauen, ob wir dann noch die Power haben nach Büsum und dort am Hafen noch ein bisschen rumzulaufen. Richtig schönes Schilfrohr. Lass ich es mir doch nicht nehmen, diesen Trabi hier zu filmen. Wunderbar hergerichtet, top in Schuss, wirklich ganz große Klasse. Komm her, ganz große Klasse das Ding. Na? Ein Hasi könnte den sogar fahren, ich ja nicht. Na Hasi, du könntest ihn fahren. Ich ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Ach, ich kenne mich damit nicht aus. So, und jetzt gehen wir schön ein Stück Kuchen essen. Ja, dann kannst du mir auch mal was beibringen. Jetzt gehen wir zum Kuchen und zum Kaffee. Hier kann man den leckeren Kuchen sehen. Hasi, dreh mal deinen Kuchen. Ja, da, lecker Kuchen. Wir konnten uns natürlich kaum abwarten und einen Pott Kaffee und so. Ja. Und wir müssen jetzt unbedingt weiter essen. Wir sind total ausgehungert. Es ist so perfekt hier, das Wetter und überhaupt. Wir sitzen schön in der Sonne und hier ist die Truppe. Die Truppe ist ein bisschen unruhig. Keiner legt sich ab. Gerade mal der Mob sitzt. Aber wir haben sie da festgemacht. Na. Und hier schön Fährbetrieb. Und übrigens, hier stand auf der Serviette ein guter Spruch, Kuchen hat wenig Vitamine, deswegen muss man viel davon essen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir die Teller schön leer gemacht. Der ist aber auch nicht voll geladen oder nicht geladen. Der hat ja Kräne drauf, ne? Ein Russe, Angara. Echt zwei eigene Kräne, was der wohl damit macht. Wir fahren die dicken Pötte direkt vorbei, in Greifnähe. Da fahren sie, die Schipse. Die Schipse. Ja, ich glaube, der ist voll. Der ist voll geladen. Heute geht es hier zu wie auf der Autobahn. Und da hinten kommen schon die nächsten zwei. Ich kann gar nicht jedes filmen. Es würde zu viel. Ja.
Die Ora Luna. Ora Luna. No smoking. Ah, der hat Leitungen drauf. Was weiß ich. Das No smoking. Leute, was ist hier heute los? Heute ist hier was los. Ein Schiff nach dem anderen. Ich weiß nicht, ich glaube, samstags ist billiger. Samstags ist billiger. Ach, und da hinten ein Zug über die Brücke. Schön schattig, sagst du. Ja, stimmt. Ist jetzt angenehm, gibt keinen Sonnenbrand im Nacken. Da vorne am Anker, am Bug. Ost. Boah, ist der rostig, der Anker. Der wurde schon lange nicht mehr aus. Ja, aber ehrlich. Und es kommt noch ein kleiner hinterher. Echt schnittig. Ach, und hier, hier hinten, hier nochmal ein Schlepper, ein schöner kleiner Schlepper. Gerade gesehen, wir sind hier schon an der Hochbrücke, wie man sehen kann. Kurz das Bauwerk gefilmt. Wäre jetzt noch der Hit, wenn jetzt gerade ein Zug käme, aber den Gefallen tut es uns nicht.